Anfang hast du das schon gemacht. Den Rest schaffst du auch. Ich helfe dir dabei. Es war egoistisch von mir, nie mit dir über deinen Vater zu reden. Aber ich war so froh, endlich eine richtige Familie zu haben, verstehst du? Du wirst mich nicht verlieren, Papa. Mein Name ist Alex Wiegand. Ich habe einen Termin bei Herrn Brandner. Wenn Sie meinen Vater sprechen wollen, er kommt in ein paar Minuten. Kaffee? Hier zu suchen. Wie bitte? Ich will wissen, warum du hier bist. Julia ist schwer krank. Ich will sie besuchen. Du hast dich 20 Jahre nicht um sie gekümmert. Willst du jetzt auf einmal wieder Vater spielen? Ich bin Julias Vater, nur für den Fall, dass du es vergessen hast. Und wer hier von uns beiden Spiele spielt, das steht ja... Lenk nicht ab. Du wolltest 20 Jahre lang nichts von uns wissen. Julia geht dich nichts mehr an. Das ist vor der Gipfel. Wer hat denn von wem nichts wissen wollen? Wer hat sich denn bei Nacht und Nebel davon gemacht? Arno, du bist immer noch der Alte. Immer die Fehler bei anderen suchen, nie bei dir selbst. Kein Mensch hat damals gewusst, wohin du dich verdrückt hattest. Nachdem dir eingefallen ist, deinen kleinen Jungen im Stich zu lassen. Herzergreifend. Und jetzt bist du gekommen, um Julia zu sagen, was für ein schlechter Mensch ich bin. Ich bin gekommen, weil meine Tochter mich braucht. Ach, wie lächerlich. Die Wahrheit. Die hörst du immer noch nicht gern, was? Die Wahrheit kannst du dir mal schnell aus dem Kopf schlagen. Ein für alle Mal. Ich verbiete dir jeglichen Kontakt mit meiner Tochter. Du verbietest mir gar nichts. Julia liegt todkrank hinter dieser Tür und du schreist hier rum, als wärst du zu Hause. Naja, Rücksichtnahme, das war ja noch nie deine Stärke. Ja, das ausgerechnet von dir! Jetzt reicht's mir aber. Wenn du nicht sofort verschwindest, dann lass ich dich rauswerfen. Du bist eine verdammte... Wo ist eigentlich Arno? Wir wollten heute weiter nach Florian suchen. Jetzt warte ich schon zwei geschlagene Stunden auf ihn. Keine Ahnung. Vielleicht im Büro. Hast du eine Ahnung, wo dein Vater sein könnte? Nee, ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Verschwunden. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Bist du sicher, dass du nicht weißt, wo er ist? Ach, ehrlich, ich habe keinen Schimmer. Vielleicht muss er noch zu irgendeiner Baustelle, keine Ahnung. Aber ruf doch mal im Büro an, die werden doch wissen, wo er steckt. Ich glaube, die Mühe kann ich mir sparen. Dass sie die Sache mit Julia so mitnimmt, das kann doch kein Mensch ahnen. Du bist gut. Leb du mal 20 Jahre mit dem Mann zusammen und dann kommst du drauf, dass da noch eine Tochter ist. Ja, was soll ich denn sagen? Was glaubst du, wie ich überrascht war, als ich alles erfahren habe? Bei Mutter ist das was anderes. Die fühlt sich doch von Paps total verraten und verkauft. Naja, dass sie sauer ist, das kann ich ja vollkommen verstehen. Aber sie tut so, als hätte ich die ganze Schuld. Sie ist ein wenig durcheinander. Ich habe nur mit ihr zu reden versucht, aber... Lass ihr Zeit. Sie wird sich schon von alleine wieder beruhigen. Ja, und wenn nicht? Dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Ich glaube, es war keine gute Idee, hinzugehen. Zu meiner Tochter. Jetzt mal der Reihe nach. Du bist also ins Krankenhaus gefahren, um Julia zu sehen. Sie sah so blass aus. So schmal im Gesicht. Und hast du sie wenigstens gesprochen? Sie schlief. Ich wollte sie nicht wecken, also bin ich leise raus. Und da stand sie schon. Hast du Clarissa etwa im Krankenhaus getroffen? Sie hat gesagt, ich soll verschwinden. Kaum zu glauben. Ich hätte kein Recht mehr auf Julia. Also was bildet die sich überhaupt ein? Sie verlässt mich, verstehst du? Nimmt mir meine Tochter weg und hat noch die Frechheit zu behaupten, ich sei an allem schuld gewesen. Hast du was anderes erwartet, nach allem, was sie dir angetan hat? Vielleicht habe ich gehofft, sie hätte sich geändert. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Man setzt seine Hoffnungen immer auf die falschen. Seltsam. In all den Jahren habe ich sie nie wirklich gehasst.
Aber jetzt umso mehr. Jetzt? Na. Jetzt ekelt sie mich nur noch an. Und hast du ihr das gesagt? Nein. Ich bin sofort weg. Bei so viel Verlogenheit. Da ist mir einfach nichts mehr eingefallen. Bist du weg? Ja, ich habe noch was zu erledigen. Ich bin in einer Stunde wieder da. Dann sehen wir uns heute ja gar nicht mehr. Ich fahre gleich nach Friedenau und bleib dort über Nacht. Ja, tu das. Wenn du was essen willst, musst du dir selbst was kochen oder du lässt dir was kommen. Ach, keine Sorge, ich werde schon nicht verhungern. Ah. Bis morgen dann. Tschüss. Hallo, hey, Charlie. Ist Clarissa da? Ja, aber sie will raus nach Friedenau. Ciao. Tschüss. Und, wie war's? Wie war was? Die große Versöhnung mit Julia. Ich bin gar nicht dazu gekommen, mit ihr zu reden. Ich wurde aufgehalten. Na, so wie du ins Krankenhaus gestürmt bist, hätte dich höchstens ein Panzer aufhalten können. Du übertreibst ja immer, aber diesmal hast du fast recht. Nur fast? Wie enttäuschend. Mhm. Julia hatte bereits Besuch. Von ihrem Vater. Ihrem leiblichen Vater. Hat er sich plötzlich an sie erinnert? Mir kommen die Tränen. Mir fast auch. Auf eine Begegnung mit ihm hätte ich gerne noch mal 20 Jahre warten können. Und wie hat er sich gehalten? Ach, reden wir über was anderes. Was denn? Kein Prickeln, keine Schmetterlinge im Bauch, nichts? Nee, aber beinahe ein Schlag ins Gesicht. Die Masche kenne ich ja noch gar nicht. Arno wollte plötzlich wieder besorgten Vater spielen. Da habe ich ihm gesagt, dass er jeden Kontakt mit Julia unterlassen soll. Ja, aber meinst du nicht, dass Julia ein Recht darauf hat, ihren leiblichen Vater kennenzulernen? Christoph ist ihr Vater und da kann Arno 100-mal am Tag aufkreuzen. Was dir nicht ganz unrecht wäre. Ach, Charlie, Schluss jetzt. Für mich ist das Thema abgehakt und ich wäre dir dankbar, wenn du das respektieren würdest. Respektieren kann ich alles, aber glauben? Guten Tag, Frau Beckmann. Es tut mir leid, dass ich Sie so überfalle, aber Sie sind der einzige Mensch, der mir weiterhelfen kann. Bitte setzen Sie sich doch. Dankeschön. Sie sagten ja schon am Telefon, dass es um Jan und Julia geht. Ja, und um das, was vor 20 Jahren passiert ist. Aber es ist doch alles schon gesagt, was es zu sagen gibt. Ich weiß nicht. Ich verstehe so vieles nicht. Glauben Sie, ich vielleicht? Sicher, die Umstände waren schwierig für beide, aber es war unverantwortlich, die Zwillinge auseinanderzureißen. Ich habe oft versucht, mit Clarissa darüber zu reden, aber sie wollte die Vergangenheit einfach vergessen. Das kann ich mir vorstellen. Einfach sitzen gelassen zu werden und ohne einen Pfennig dazustehen und nicht zu wissen, was aus dem anderen Kind geworden ist, das muss die Hölle für sie gewesen sein. Für Clarissa? Sie meinen für Arno? Ich verstehe Sie nicht. Für Arno muss es die Hölle gewesen sein. Nachdem ihn Clarissa sitzen gelassen hat. Ich glaube, Sie bringen hier ein bisschen was durcheinander. Hm? Ich bringe hier was durcheinander? Arno hat doch Clarissa von einem Tag zum anderen einfach im Stich gelassen. Arno hat Clarissa geliebt. Er hätte es nie übers Herz gebracht, die Zwillinge auseinanderzureißen. Heißt das war meine Frau. Clarissa wollte die Trennung. Sie nahm sich Julia und ist gegangen, ohne sich je wieder zu melden. Das kann ich nicht glauben. Es ist aber die Wahrheit. Das muss ein grausames Missverständnis gewesen sein. Sie war jung damals und ich glaube, sie hat aus ihren Fehlern gelernt. Sind Sie sich da so sicher? Sie hat doch Jan darüber verständigt, dass es um Julias Leben geht. Auch das hat sie Ihnen erzählt? Warum lachen Sie? Wenn es nach Clarissa gegangen wäre, hätte Jan nie erfahren, dass Julia schwer krank ist. Bis zur letzten Sekunde hat sie versucht, Jan von Julia fernzuhalten. Selbst mir ist es nicht gelungen, sie zu überreden. Es war völlig zwecklos. Aber von wem hat das dann erfahren? Ich habe es ihm gesagt. Nicht Clarissa. Kann ich dich kurz sprechen? Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Es ist aber wichtig.
Bitte. Wieso kommst du dann zu mir? Jetzt sei doch nicht so. Bei wichtigen Dingen werde ich doch normalerweise nicht gefragt. Doch, Iris ist gekommen. Wir haben doch immer über alles gesprochen, oder? Haben wir das? Ja, wenn immer ich ein Problem hatte, bin ich zu dir gekommen. Hm? So. Und was war mit Julia? War das kein Problem? Ich konnte Arno nicht hintergehen. Er war der Meinung, wir sollten es für uns behalten. Ach, aber mich konnte dir hintergehen. Du musst ihn verstehen. Es war ein Riesenschock für ihn, weißt du, 20 Jahre... Wir reden jetzt nicht von Papa, wir reden von dir. Ja, ich weiß. Ja, es war ein Fehler, aber weißt du, ich war so durch den Wind, ich war so durcheinander. Ach, und deswegen hast du mich angelogen. Und das wirst du mir jetzt nie verzeihen. Hm? Ach, Christoph, endlich. Was willst du hier? Christoph, bitte. Waren wir uns nicht einig, dass du vorläufig im Penthouse wohnst? So geht es nicht weiter. Die ganze Familie leidet unter der schrecklichen Situation. Ich bin für diese Situation nicht verantwortlich. Das habe ich doch auch nicht gesagt. Ich hätte offener zu dir sein müssen. Ach nein. Aber ich konnte nicht. Inzwischen... Ja, danke schön. Inzwischen habe ich über vieles nachgedacht und ich bin überzeugt... Ich aber nicht. Und ich bitte dich, Friedenau sofort zu verlassen. Ich bin extra hergekommen, um mit dir zu sprechen. Das sehe ich. Ich habe sogar einen wichtigen Geschäftstermin platzen lassen, damit wir zusammen reden können. Also gut. Aber es ist dir wohl klar, dass die Zeit der Lügen vorbei ist, ein für alle Mal. Henning. Klasse, dass du kommst. Ich langweile mich zu Tode heute. Dann ist es höchste Zeit für eine Wiederbelebung. Wie neu geboren. Willst du was trinken oder so? Nein, gar nichts, danke. Ich wollte dich nur fragen, ob du heute Abend schon was vorhast. Nö, ich meine, ich bin hier nicht besonders im Stress, insofern. Naja, wenn hier nichts zu tun ist und du auch sonst nichts anderes vorhast, vielleicht hast du Lust, mit mir heute was zu machen? Gute Idee, aber was ist, wenn sie uns dabei erwischen? Also eigentlich wollte ich dich erst mal fragen, ob du Lust hast, den Abend mit mir zu verbringen. Ach nö, dann lese ich doch lieber Zeitung. Heißt das, du willst nicht? Nein, das heißt, ich will. Ich kenne da so ein gemütliches Restaurant mit Stehgeige. Ich hatte eigentlich eher an einen romantischen Abend zu zweit gedacht. Meinst du, mit Kerzen und so? So in etwa. Und was hast du dir für den Rest des Abends gedacht? Du bist in merkwürdiger Stimmung heute. So, ich glaube, ich verstehe dich ganz richtig. Ich bin hergekommen, um mich mit dir auszusprechen. Und du wirfst mir vor, dass ich lüge. Glaubst du denn, dass wir so ein vernünftiges Gespräch... Ich komme direkt von Fiona. Ich verstehe nicht. Ich weiß endlich, was wirklich passiert ist. Was meinst du mit wirklich passiert? Du hast ihn verlassen, nicht er dich. Und mich hast du 20 Jahre lang belogen. Das ist wirklich passiert. Du glaubst also einem fremden Menschen mehr als deiner eigenen Frau? War es so oder war es nicht so? Du hast recht. Ich habe dich belogen. Aber für dich ist es natürlich einfach, den Moralisten zu spielen. Och, komm mir doch nicht mit dieser Tür. Ist es denn so verwerflich, wenn man seinen Kindern ein Leben in Armut ersparen möchte? Wenn man sie dafür auseinanderbringt, ja, sehr verwerflich. Und wenn sich die beiden ineinander verlieben und so sehr darunter leiden, dann ist es die verdammte Aber ich habe doch nicht gewusst, dass Jan mein Sohn ist. Und als du es gewusst hast, hast du auch nichts unternommen. Da war es schon zu spät. Glaubst du mir nicht, dass ich Julia liebe? Oh ja. Du liebst sie so sehr, dass du bereit bist, sie sterben zu lassen. Das ist ja ungeheuerlich. Warum bist du nicht zu Arno und Jan gegangen, als es um die Knochenmarkspende ging? Aber ich habe sie doch benachrichtigt. Du lügst doch schon wieder. Fiona hat sie benachrichtigt, nicht du. So kann ich nicht mit dir reden. Ich gehe jetzt nach oben. Das wirst du nicht. Du wirst Friedenau sofort verlassen und vorläufig im Penthouse wohnen, bis wir eine andere Lösung gefunden haben. Du gibst mir keine Chance, dir alles in Ruhe zu erklären? Nein. Pack deine Sachen und geh.
eigentlich gewesen? Ich habe stundenlang auf dich gewartet. Nicht jetzt und nicht in diesem Ton, bitte. Ach, entschuldige bitte, dass ich mich über deine Unzuverlässigkeit beklage. Iris. Also, ich habe langsam genug. Wir waren verabredet. Wo warst du? Ich war im Krankenhaus. Ich habe Julia besucht. So. Aber mir vorher mal Bescheid zu geben, auf die Idee kommst du nicht. Iris, was soll das Theater? Brauche ich jetzt deine schriftliche Genehmigung, um meine kranke Tochter zu sehen? Nein, du musst gar nichts. Gar nichts. Du kümmerst dich um deine Probleme und ich werde mich um meine kümmern. Ist das alles, was du mitnimmst? Meine anderen Sachen sind schon im Auto. Christoph, es tut mir leid, dass alles so gekommen ist. Ja, mir auch. Und ganz gleich, wie du über mich denkst, ich liebe Julia und ich würde es nicht verkraften, wenn sie sich jetzt auch noch von mir abwendet. Ich habe nicht vor, sie in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Sie ist alt genug, um ihre eigenen Schlüsse ziehen zu können. Ich verstehe. Auf Wiedersehen. Schinken, Honigmelone, Tomaten, Basilikum, diese hervorragenden Oliven. Und ich dachte immer, viel beschäftigte Singles ernähren sich nur von Chips und Bier. Es gibt noch viele Überraschungen für dich. Ne? Hast du auch an Rotwein gedacht? Ja, der atmet schon kräftig. Nee, ist klar. Unglaublich. Und der Kühlschrank, alles da. Man könnte fast meinen, du hast den Abend im Voraus geplant. Also sag mal, was hältst du denn von mir? Hm? Planung ist was für Anfänger. Profis improvisieren, das macht uns so perfekt. Ach so. Oh, verdammt. Ich hab die Pasta vergessen. Ja, dann wird der Profi wohl wieder improvisieren müssen. Ja, das macht gar nichts. Ich kenne einen Laden hier um die Ecke, der hat noch offen. Bin gleich wieder da. Aber wenn du in 10 Minuten nicht wieder zurück bist, dann darf ich mir eine Pizza bestellen, oder? Geld ist in der Zuckerdose. Hallo, Jan. Na? Einen harten Tag gehabt? Ja, man muss sagen, Grundwassereinbruch. Elektriker im Verzug. Der Kran. Perfekt. Von der Laune der Bauern gar nichts. Du warst im Krankenhaus? Du warst doch bei Julia, oder? Es war ein Fehler. Wie? Was ist denn passiert? Ach, bitte nicht jetzt, Jan. Iris hat wirklich eine tierische Wut im Bauch deswegen. Ist vielleicht momentan auch ein bisschen viel für sie. In ein paar Tagen hat sie sich wieder gefangen. So. Meinst du? Iris, ich wollte nur... Dass ich wieder klein beigebe. Nein, nein, die Sache ist die... Die Sache ist die, dass dich deine Familie nicht mehr zu interessieren scheint. Weder kümmerst du dich um Susanne und ihre Probleme mit Oliver, noch um die Suche nach Florian. Von mir nicht zu reden. Ich verspreche dir, ich werde gleich morgen... Versprich nichts. Tu endlich was. Wir werden uns gleich nach dem Abendessen hinsetzen und nochmal überlegen, wo wir ihn finden können. Dann allerdings ohne mich. Ich brauche auch mal ein bisschen Zeit für mich allein. Tja, und das Essen? Bedient euch selbst. Mir ist der Appetit vergangen. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stolen many man's soul and pain. Guten Tag. Ich bin Sophie. Sie müssen ja die Mutter finden. Machen Sie sofort die Musik leiser. Warte, vom Party-Service werden die Blumen geschürt. Hat mein Sohn Sie bestellt?
Wenn Sie so wollen. Na, wo ist er denn? Ach, der kommt gleich wieder. Er musste nur noch mal kurz um die Ecke. Weil machen Sie mir bitte einen Tee. Ohne Zucker, ein bisschen Milch. Ja, aber heute noch. Sie werden schließlich nicht fürs Musikhören bezahlt. Kann ich mich einen Moment zu dir setzen? Es ist ja genug Platz da. Wo ist denn Arno? Schon im Bett? Du hast mich heute gefragt, warum ich nicht früher von Julia erzählt habe. Weißt du? Ach, Lars. Ja, wenn du das Buch richtig hast, dann gehe ich eben wieder. Wie geht's dir denn? Ach, mal besser, mal schlechter. Keiner kann so genau sagen, ob sie es überleben wird. Du hast Angst um sie. Ja. Ich weiß, wie dir zumute ist. Ich kenne die Angst, jemanden zu verlieren. Du meinst wegen Florian? Ach, dem passiert schon nichts. Der meldet sich bestimmt wieder. Es geht nicht nur um Florian. Ich habe auch Angst um dich. Wegen mir? Aber ich bin doch da. Es ist sicher dumm, aber vielleicht gefällt es dir bei deiner leiblichen Mutter ja besser und... Ach, aber Clarissa, komm, Iris. Sie ist eine Frau mit Qualität. Erfolgreich, schön. Ja, erfolgreich, schön, ja. Erfolgreich vielleicht und schön, naja, das ist Geschmackssache. Aber als Mensch? Nee, da ist mir lieber jemand, der mir kein Abendessen kocht. Ich habe immer Angst gehabt vor dem Tag, an dem du ihr begegnen würdest. Ich wusste, irgendwann kommt es dazu, aber als es dann passiert... Kein Wort mehr über Clarissa, okay? Du warst immer meine Mutter und wirst es auch immer bleiben. Unter einer Voraussetzung. Na? Dass ich den letzten Schokoladentrüffel bekomme. Dass du es mir aber auch immer so schwer machen musst. Was fällt Ihnen eigentlich ein, meine Anweisung zu ignorieren? Ich habe einen Tee bestellt und warte seit 10 Minuten und Sie haben noch nicht mal hier angefangen. Entschuldigung, das ist doch ein Missverständnis. Gehen Sie nicht, tun Sie einfach, was ich Ihnen gesagt habe. Jetzt habe ich aber genug. Ich bin jetzt... Das hat mir heute gerade noch gefehlt, von einer dahergelaufenen wie Sie angepöbelt zu werden. Jetzt halten Sie mal die Luft an. Ich bin doch nicht... Ich verbitte mir diesen Ton. Was bilden Sie sich überhaupt ein? Und wie sieht's denn hier aus? Alles verdreckt und verschlammt? Ja, wie im Schweinestall. Also damit ist jetzt Schluss. Raus hier!